ist Frau Malzahn. Frau Malzahn wurde besiegt. Wer hat das gewagt? Zwei Lokomotivführer. Zwei Lokomotivführer? Jim Knopf und sein Freund Lukas kehren auf die große Leinwand zurück. Nachdem die beiden Lummerländer schon einen mächtigen Drachen eingeheizt haben, bekommen sie es in der Fortsetzung des Welterfolgs von Michael Ende jetzt mit der Piratenbande Wilde 13 zu tun. Ich mochte den ersten Teil, aber den zweiten, den liebe ich richtig. Ich bin ein schrecklicher und grausamer Drache. Das, was die meisten nicht wissen, ist, dass als Michael Ende Anfang der 60er den Roman geschrieben hat, war das eigentlich ein Buch. Und dann kam seine Verlegerin damals und sagt, ja, das kann man den Kindern und den Eltern nicht zumuten. Michael Ende hat es noch umgearbeitet und es sind zwei Reisen. Die erste, die haben wir 2018 ins Kino gebracht und die neuen Reisen kommen jetzt ins Kino. Ja, versucht es mit mir. Ich werde mich auch benehmen. Bitte, 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 bitte. Worum geht's eigentlich? Die Geschichte von Jim Knopf und die Wilde 13 ist, dass sich Jim Knopf und Lukas wieder auf den Weg machen, weil sie müssen nämlich Herrn Turtur nach Lummerland holen. Willkommen zurück in Lummerland. Das ist ganz heimelig hier, das ist alles sehr schön gemacht, aber ich kann Lukas und Jim auch ganz gut verstehen, dass sie dann doch wieder in See stechen wollten, um was anderes zu erleben. Auf dem Weg, um Turtur zu holen, geraten die beiden in große Gefahren und helfen auch Susala Pitschi. Ich hatte echt Respekt davor, auch mit dem Meerjungfrauenschwanz. Heute ist die kleine Meerjungfrau da, Susala Pitschi, deswegen drehen wir ihren Wassertank. Da wird gerade die Emma im Hintergrund ausgerichtet. Es war furchtbar kalt. Man hatte mir von Anfang an gesagt, Sonja, das Wasser hat 15 Grad und man hält so 10 Minuten aus. Ich so, ach du meine Güte, wie wollen wir das denn alles machen? Auf dieser Reise brauchen wir natürlich Wasser, wir brauchen Wüste, wir brauchen kahle Berge. Und das finden wir nun mal nicht in Deutschland. Also sind wir nach Südafrika gegangen. Wir sind hier im Gurumusch-Magnetfelsen. Großes Set, also hat sehr lange gebraucht, das zu bauen, fast 3 Monate. Das ist alles aus Styropor, einzeln geschnitzt. Ich war selbst total überrascht, mit welchem Aufwand das betrieben wurde. Oh mein Gott, impressive. Super, oder? Wahnsinn, alrighty. Wahnsinn. Das ist ja einer der teuersten Filme, die hier in Deutschland gedreht wurden. Und das hat man beim Drehen schon gemerkt. Man hat wirklich das Gefühl, sie sind einmal um die Welt gereist. Und sie müssen diesmal natürlich auch das Kapitel abschließen mit der Wilden 13. 13 Kerle auf den Toten Zahn. Mir macht das Spaß. Also es gibt schon so Momente, wo man nicht mehr genau weiß. Rick, du bist jetzt Antonio. Nee, Moment mal, du bist Ignacio. Nee, warte mal, du solltest eigentlich Xaverio sein. Xaverio spricht jetzt Fernando an. Nein, 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 Moment mal, wo ist eigentlich Maximiliano? Ich finde, wie er da diese Wilde 13 performt, perfekt. Ich habe mich weggeschmissen, er macht das großartig. Hier ist die Attacke der Wilden 13 gerade in der Mache. Und da man ja so häufig Enter-Szenen in irgendwelchen Piratenfilmen sieht, haben wir uns überlegt, vielleicht kommt es eine Idee von irgendwas, was man so noch nicht gesehen hat. Der zweite Film ist sehr viel actionreicher, spannender, dramatischer. Es geht wirklich um Leben und Tod diesmal. Riesige Piratenschlachten, Meerjungfrauen und eine versunkene Stadt. Jim Knopf und die Wilde 13 ist noch aufwendiger und spektakulärer als Teil 1 und ein ganz großes Kinoerlebnis.